Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sigmodellvorstellung. Wir haben heute wieder eine Neuheit aus dem ersten, aus der ersten Hälfte 2022. Eine Neuheit, also quasi aus dem ersten halben Jahr von 2022. Was labe ich auch schon wieder? Wird jetzt auch nicht wahrscheinlich sehr viel sein. Gerne können wir nur trotzdem Daumen nach oben da lassen, wenn es euch natürlich gefällt. Genauso auch Kanal abonnieren, um keine weiteren Sachen zu verpassen. In der Hoffnung, dass auch wieder Gaming ein bisschen mehr kommt. Ich weiß, das ist zwar jetzt nicht die Nachfolge so die größte, aber das wird sich vielleicht mal noch ändern. Und außerdem habe ich einfach Spaß daran, deswegen. Genau, ich hatte noch gar nicht gezeigt. Die 16,87 haben wir auf jeden Fall hier. Preis liegt natürlich auch bei 9 Euro. Ist ja für diese Nummern 16. Also 1600 gängig. Genau, wir haben hier ja das Kommunalset. Kehrmaschine und Müllauto. Wir konzentrieren uns zuerst mal auf die Kehrmaschine. Mir fällt gerade was auf, was echt krass ist. Weißes Führerhaus. Wir sehen auch ein bisschen hier quasi von der Struktur, Kühlergrill und so. Dann sehen wir auch die Lampen, die tatsächlich letzte Woche bei dem Modell noch silber waren, wo man natürlich auch den Unterschied von den Lampen zum Rest besser erkannt hat. Aber wer das Video nicht gesehen hat, kann sich gerne noch anschauen. Wie gesagt, letzte Woche rausgekommen, voraussichtlich. Gleiches Problem wie auch damals. Wir haben gelbe Rundumleuchten, damit ist auch quasi ja, die ganzen Fenster gelb. Was ich immer ein bisschen schade finde bei diesen kleinen Sachen, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es bestimmt auch anders gehen würde. Nur dann vielleicht mit einem Arbeitsschritt mehr, aber naja. Er war natürlich auch bei den letzten, also bei dem Vorgänger, bei den Scania-Modellen, so genauso wie bei den Mercedes-Modellen, die davor waren, bei dieser Größe. Deswegen weiß nicht, ob sich die Zeit noch was ändern wird, aber für mich immer so ein bisschen schwierig. Aber, naja, ich meine, es ist immer nur, es ist ja hier nur ein ganz kleines Modell von LKW, wenn wir das mit größeren Sachen vergleichen, ist das halt nicht der Rede wert eigentlich, dass ich mich da jetzt um die Fenster beschwere. Lenkrad sehen wir natürlich, Sitze sehen wir natürlich auch, genauso wieder ein bisschen vom Armaturenbrett. Oder, ja doch, nennt man das beim LKW doch eigentlich auch, oder? Räder natürlich wieder Kunststoff, ist halt gängig, quasi bei diesem kleinen LKW auch ein bisschen schade, aber macht halt natürlich auch ein bisschen was aus. Dann kommen wir jetzt eigentlich zum interessantesten Teil dieses Fahrzeugs, meiner Meinung nach. Kehrmaschine. Hatten wir in der Größe, glaube ich, noch nicht. Also, ich wüsste es jetzt nicht. Wir haben hier Faun Via Jet aus den Clean Your City. Ist erstmal das, was quasi draufsteht. Dann gehen wir mal ein bisschen zu weiter. Wir haben natürlich auch noch ein könnten noch einen Anhänger sogar anhängen. Haben wir natürlich keinen dabei. Dann haben wir hier auf jeden Fall so ein schlauchmäßiges Ding. Und hier auf der anderen Seite sehen wir quasi das, was sich dreht. Oh, das dreht sich ja wirklich. Hier, ihr seht's. Na gut. Also es dreht sich auf jeden Fall. Auf dem Video kommt es nicht so rüber. Und dann saugt das hier hinten danach ein, nachdem sich das hier quasi so in die Richtung dreht. Nach innen dreht sich das ja meistens. Und dann wird es hier sozusagen eingesaugt. Weiteren kann man hier nochmal reingucken. Gut, hier hinten ist natürlich leer alles. Und hier vorne ist quasi das alles, wo dann erstmal hingesaugt oder durchgesaugt wird. Und es landet dann schätzungsweise mehr oder weniger da hinten drin. So würde ich es auf jeden Fall sagen. Das soll es erstmal mit der Kehrmaschine gewesen sein. Gucken wir uns mal noch das Müllauto an. Ist basically das same. Also vom Führerhaus brauche ich, glaube ich, jetzt nicht weiter was dazu sagen. Haben wir uns ja gerade schon sieht auch, glaube ich, genauso. Der Aufbau ist sonst genauso wie beim Scania davor. Oder wo ich meine, dass es ein Scania ist. Beziehungsweise auch gelesen haben, dass es ein Scania sein soll. Aber es hat natürlich von Sico aus keine Bezeichnung. Keine Markenbezeichnung, sage ich mal. Genau, und dann haben wir quasi klassischer Müllwagenaufbau hier hinten, ne? Die Klappe zum Reinwerfen oder, ja gut, eigentlich hebt man ja, oder
setzt man ja nur die Tonnen hinten dran oder wie auch immer und dann ist quasi die Tonne entleert. Am Anhängergruppen haben wir natürlich auch dann natürlich Raum und ja, viel mehr gibt es eigentlich jetzt nicht zu sagen. Sieht aber auch sehr cool aus. Auch strukturiert ein paar Details dran, vor allem am Aufbau natürlich, weil gut, Führerhaus habe ich euch ja schon gezeigt. Ist jetzt gerade nicht mehr so interessant, aber ist natürlich auch nicht schlecht, keine Frage. Und ja, da würde ich sagen, soll es eigentlich so gewesen sein. Ein super cooles Set eigentlich. Also nicht nur eigentlich, keine Frage. Wirklich. Für 9 Euro. Kehrmaschine finde ich sehr geil. Gibt auch noch eine andere. Die wird wahrscheinlich dann auch irgendwie demnächst mal im Video sein. Weil ich habe sie ja auch schon. Ich glaube, gezeigt habe ich sie euch noch nicht. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Genau. Deswegen die, von der bin ich sehr überzeugt. Wagen natürlich auch noch nie schlecht gewesen. Deswegen würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr auch meinen Kanal abonniert, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Also macht das gerne mal. Genauso könnt ihr auch zu dem Video noch Sachen in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Und tschüss.